Es ist Freitag und ich begrüße Sie zu den Nachrichten in Meggional hier in Ihrem Mittelerzgebirgsfernsehen. Hallo, guten Abend und Glück auf. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Rein rechnerisch müssen wir noch 31 Mal schlafen und dann ist Heiligabend. Zugegeben, diese Aufgabe war jetzt recht leicht zu lösen. Wesentlich schwieriger gestalteten sich die Aufgaben der diesjährigen Mathe-Olympiade in Marienberg. Die Besten der Besten wurden gestern ausgezeichnet. Herzlich willkommen, liebe junge Mathematiker, sprach doch die Brille. Liebe Knobelgenies, Kreativ, Künstler und Spieler, damit beziehe ich mich auf die Einladung, die Herr Einhorn mir gegeben hat für den heutigen Tag. Und herzlich willkommen allen Unterstützern in ihren verschiedenen Rollen, sag ich mal so allgemein. Wir zeichnen heute die besten Teilnehmer der zweiten Runde der 58. Mathematik-Olympiade aus. Und man stelle sich das mal vor, der 58. Jahrgang dieses renommierten Wettbewerbes, ein Wettbewerb also mit Tradition, der wie aber kaum ein anderer gleichzeitig auch in die Zukunft weist. Mathematik ist das Werkzeug und damit der Schlüssel zur Zukunft. Einen dritten Preis erreichten Tizian Stöckel von der Grundschule Amtsberg und Marc Buschmann von der Grundschule Hockau. Beide Punkte gleich 18 Punkte. Platz 2 und 1 gingen an die Grundschule Kühnheide mit Leon Flade und Vincent Baldauf. In Klassenstufe 5 konnten sich Elli Schellenberger vom Gymnasium Tschobau über einen dritten Platz sowie Jakob Regel vom Gymnasium Elbernhau über einen zweiten Platz freuen. Sieger wurde hier Timothy Büttner vom Gymnasium Tschobau. In Klassenstufe 6 wurde der dritte Preis an Annika Rehle vom Gymnasium Tschobau vergeben. Platz 2 ging an Max Jarner vom Gymnasium Marienberg und Platz 1 belegte Lina Teichmann vom Gymnasium Elbernhau. In Klassenstufe 7 teilten sich Kevin Thiele und Miruka Hashiba vom Gymnasium Marienberg den dritten Platz, während Sebastian Ekarius aus der gleichen Bildungseinrichtung Platz 2 belegte. Platz 1 ging an Melia Hase vom Gymnasium Tschobau. In Klassenstufe 8 konnte Cedric Börner vom Gymnasium Marienberg Platz 2 belegen, während Josi Klingbeil vom Gymnasium Tschobau Platz 1 belegte. In Klasse 9 ging Platz 3 an Tillmann Reichel vom Gymnasium Marienberg, Platz 2 an Kim Zeidler vom Gymnasium Elbernhau und Platz 1 an Anna Alicia Kreisig vom Gymnasium Tschobau. In Klassenstufe 10 erhielten Florian Wohlfahrt und Kevin Hennig den dritten und den zweiten Preis, während sich Pascal Weise den ersten Preis sichern konnte. In Klassenstufe 11 ging Platz 3 an Jonas Hausstein, Platz 2 an Michael Schulze und Platz 3 an Denise Weber. In Klassenstufe 12 trugen die beiden Preisträger vom Gymnasium Tschobau sogar denselben Nachnamen. Platz 2 ging an Chantal und Platz 1 an Max Bayer. Beste Schule innerhalb der zweiten Stufe des Mathematikwettbewerbes im Regionalbereich Marienberg und Tschobau wurde bereits zum vierten Mal in Folge das Gymnasium Tschobau. Roland May, Referatsleiter Schulen und Sport des Landratsamtes, übergab den Pokal. Das soll Auszeichnung Dank sein, natürlich für Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, aber auch gleichzeitig für alle, die an diesem Wettbewerb beteiligt sind, an die Kollegen, Lehrerinnen und Lehrer. Entgegengenommen wurde dieser von Dr. Rolf Otto vom Gymnasium Tschobau sowie drei erfolgreichen Teilnehmern aus dieser Bildungseinrichtung. Anderes Thema. Gerade im ländlichen Raum ist man auf das ehrenamtliche Engagement in den freiwilligen Feuerwehren angewiesen. Umso wichtiger ist es, dass diese Kameradinnen und Kameraden für ihre Arbeit auch eine Wertschätzung erfahren. Diese wurde kürzlich in Große Goswalde für langjährige Mitglieder vergeben. Unser Feuerwehrkorrespondent Johannes Richter war mit der Kamera vor Ort.
Ich freue mich, dass wir heute hier in Oost-Rügerswalde wieder Kameradinnen und Kameraden für langjährigen Treuendienst auszeichnen können. Gerade die Älteren haben in der Feuerwehr verschiedene Zeiten mit unterschiedlichen Herausforderungen erlebt. Früher waren es oft fehlendes Geld oder einfache Technik. Heute macht uns zunehmend die gesellschaftliche Entwicklung Probleme. Viele sehen nur noch das eigene und vergessen oft, dass in der Feuerwehr Kameradschaft, gegenseitiges Verständnis und Teamfähigkeit unerlässlich sind und man auch mal mit dem zufrieden sein muss, was man hat. Mit der Ehrung möchten wir euch in den Alters- und Ehrenabteilungen der Feuerwehren zeigen, dass die Mitgliedschaft auch nach der aktiven Zeit einen wichtigen Stellenwert einnimmt und wir eure Leistung wertschätzen. 50, 60, 70 Jahre, das ist ja schon eine Lebensleistung. So lange im Dienste der Freiwilligen Feuerwehr, aber vor allen Dingen im Dienste des Gemeinwohls zu sein. Uns geht es zurzeit sehr gut. Der Kamerad Entmann hat es ein bisschen durchklingen lassen. Geld, so viel war noch nie für Feuerwehren da wie derzeitig. 20 Millionen hat der Freistaat zusätzlich draufgelegt. Wir haben dieses Jahr als Landkreis 1 Million den Freiwilligen Feuerwehren zur Verfügung gestellt für Beschaffungen. Ich habe aber eine Erfahrung gemacht, und das sage ich mal so ganz deutlich und so ganz bewusst. Not schweißt zusammen. Wohlstand führt dazu, dass auch der Individualismus und die eigenen Wünsche und die Eifersüchteleien wieder stärker werden. Und deshalb wünsche ich mir in besonderem Maße, weil es für euch, für euren Dienst, aber auch für das lange Miteinander, das ihr in euren Wehren schon gegangen seid, dass ihr dieses Miteinander nicht vergesst und dass ihr dieses Zusammengehörigkeitsgefühl nicht nur als Gefühl habt, sondern es auch lebt. Weil für mich sind unsere Freiwilligen Feuerwehren in diesem Punkt immer ein Vorbild. Und ich glaube, diese Gesellschaft, vor allen Dingen auch die jüngere Generation, die zum Teil kaum noch miteinander spricht, nur noch über moderne Medien kommuniziert, sie brauchen solche Vorbilder wie euch. Und deshalb vielen Dank für den Einsatz, vielen Dank für das Miteinander, für den Einsatz für das Gemeinwohl. Und ich wünsche euch allen einfach viel Gesundheit, alles Gute und auch weiterhin Gottes Segen. Ein herzliches Glück auf. Die Auszeichnungen nahmen vor Landrat Frank Vogel, Kreisbrandmeister Lutz Lorenz und Kai Entmann. Auszeichnung des heutigen Tages für 70 Jahre Treuendienst in der Freiwilligen Feuerwehr werden ausgezeichnet. Kamerad Gerstenberger Martin, Freiwillige Feuerwehr Dittmannsdorf. Kamerad Wolf Egon, Freiwillige Feuerwehr Lengefeld. Kamerad Bademann Heinz, Freiwillige Feuerwehr Rotte. Aber jetzt trotzdem diese Versammlung auch noch mal nutzen, um eine weitere hohe Verbandsauszeichnung zu überbringen bzw. auszusprechen. Der Kamerad Entmann Kai wird also heute mit der Verdienstmedaille des Kreisfeuerwehrverbandes ausgezeichnet. Das ist die höchste Auszeichnung, die der Kreis Erzgebirge, der Verband, übergeben kann. Alljährlich besuchen wir die Eisenbahnausstellung in Zschopau. Was es in diesem Jahr Neues gibt, hat Tobias Körner in Erfahrung gebracht.
Jede Menge gibt es wieder hier in Schobau zu sehen. Gestern haben wir hier ein Anbaden gemacht mit ganz viel Prominenz aus der Region. Wir haben nämlich den Nachbau des früheren Schobauer Freibades eingeweiht. Kann man jetzt entsprechend besichtigen, wie es früher hier in Schobau mal ausgesehen hat. Auch an der TT-Anlage haben wir natürlich weitergebaut. Da kann man jetzt mit dem Handy die Züge steuern. Und das Schloss steht wieder im Zentrum der Stadt, sodass natürlich das Wahrzeichen unserer schönen Heimatstadt Schobau hier auch auf unserer Modellbahn wieder zu sehen ist. Dann haben wir dieses Jahr noch eine Gastanlage eingeladen, die im Obergeschoss zu sehen ist. Eine sehr große Spur-N-Anlage, wunderschön gestaltet mit realistischem Fahrbetrieb. Also es lohnt sich auf jeden Fall, hier vorbeizuschauen und die Neuerung seit dem letzten Jahr anzusehen. Aber ich habe auch gehört, eine Zeitreise macht ihr auf eurer Anlage. Ja, die Zeitreise ist üblicherweise bei der Modellbahn, dass wir zurückgehen in die Zeiten der 60er, 70er Jahre, als die Züge noch lang waren, noch sehr viele Züge unterwegs waren mit Dampflokomotiven, mit Diesellokomotiven, mit Elektrolokomotiven. Das gibt es natürlich jedes Jahr zu sehen. Und auch das Freibad ist in der Zeit etwas zurückgerückt. Wir haben die Bäume entfernt, die mittlerweile im Original gewachsen sind und haben es wieder so hergerichtet, wie es früher einmal war. Also alles in allem sehr interessant. Auf welche Ausstellungsfläche könnte dann insgesamt verweisen? Ja, in Summe haben wir hier rund 300 Quadratmeter Ausstellungsfläche, 2 Etagen hier im ehemaligen Schützenhaus in Schobau. Die nutzen wir natürlich nicht nur für Ausstellungen von Modellbahnanlagen, sondern insbesondere auch für viel Spielmöglichkeiten und Bastelmöglichkeiten für Kinder und vielleicht auch etwas größere Kinder. Wer sich jetzt dafür interessieren würde, an wen kann der sich melden, um bei euch hier mitmachen zu können? Ja, wir haben draußen bei uns am Verein stehen, einfach klopfen, wenn Licht brennt. Das ist meistens passiert recht häufig. Ansonsten sind wir hier im Verein immer freitags ab 17 bis 18 Uhr auf jeden Fall anzutreffen und dann einfach reinkommen, sich das angucken, ins Gespräch kommen. Und wer Interesse hat, kann natürlich gern bleiben. Wie viele Mitglieder zählt ihr derzeit und wie groß ist denn das Altersspektrum? Ja, wir zählen 35 Mitglieder momentan. Das Altersspektrum weiß ich jetzt nicht genau. Allerdings kann ich behaupten, ein Drittel der Leute ist unter 20 Jahre. Welche Pläne verfolgt ihr denn für die Zukunft? Ja, wir werden natürlich unsere Ausstellung mit unseren europäischen Freunden fortsetzen. Nächstes Jahr werden wir dazu beispielsweise wieder nach Frankreich fahren, um dort an einer Ausstellung teilzunehmen. Wir werden ein internationales Jugendtreffen nächstes Jahr machen, diesmal in Deutschland, allerdings in der Nähe von Karlsruhe. Das heißt, wir müssen auch dort wieder ein Stück reisen. Und wir werden natürlich hier an unseren Anlagen auch entsprechend weiterbauen. So, zur Ausstellung. Jetzt kommen die ersten Ideen auf, was wir uns für das nächste Jahr vornehmen. Mal sehen, was da rauskommt. Also ich lasse mich überraschen und die Zuschauer sollten sich auch überraschen lassen. Zu bedienen in unserem Speisewagen heute. So, schön. Bitte schön. Danke. Ja, das schmecken. Danke. Olbernhau, Auto fuhr gegen Buswartehaus. Am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr war die 18-jährige Fahrerin eines Isuzu auf der S211 in Richtung Heidersdorf unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle Oberneuschönberg Bahnhof kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Buswartehaus. Dabei erlitt die 18-Jährige leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 16.000 Euro.
Temperaturen dürften auch in den kommenden Tagen alle Besucher der Eisbahn in Marienberg erfreuen. Denn hier kann man schon seit einer Woche die Freuden der kälteren Jahreszeit genießen. Heute Abend und in der Nacht ist es weitestgehend wolkig. Nur hin und wieder blinzeln mal die Sterne durch. Und dazu wird es recht windig. Zum Teil mit Böen in den Spitzen mit bis zu 45 km pro Stunde aus südöstlicher Richtung. Das Niederschlagsrisiko liegt bei um die 20%. Demnach wird es aller Voraussicht nach trocken bleiben. Die Nachtwerte knapp oberhalb der 0-Grad-Marke. In Olbernhau zeigen die Thermometer 1 bis 2 Grad Celsius an. Das gleiche gilt für die Marienberger. Hier stagniert das Quecksilber bei 1 Grad und in Schopau werden 1 bis 2 Grad erwartet. Am Samstag starten wir sendegebietsweit bedeckt in den Tag und ab Mittag kann es hier und da sogar leichten Regen geben. Gegen späten Nachmittag bzw. Abend nimmt die Niederschlagswahrscheinlichkeit immer mehr ab und dann klart es überall auf bei Wind aus südlichen Richtungen. Zum Tagesbeginn ist dieser noch recht böig, aber im Laufe des Tages beruhigt sich das dann wieder und dann eben nur noch mit um die 5 km pro Stunde. Die Tagestemperaturen unterscheiden sich wenig von den vorangegangenen Nachtwerten. In Halbach werden es über den Tag 1 bis 4 Grad Celsius, in Große Goswalde darf man sich auf 0 bis 4 Grad einstellen und die Griesbacher Thermometer zeigen Werte im Bereich 1 bis 6 Grad Celsius an. Der weitere Ausblick, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der letzte Sonntag vor dem ersten Advent zeigt sich noch einmal von seiner schönen Seite. Bis zu 8 Sonnenstunden sind drin. Bei einer Niederschlagswahrscheinlichkeit, die gegen 0 geht, starten wir sendegebietsweit sonnig in den Tag. Und das bei leichtem Wind aus südöstlicher Richtung und Tagestemperaturen von 0 bis maximal 7 Grad Celsius. Ein sonniger, aber frischer Sonntag also. Erst gegen Abend nimmt die Bewölkung zu und leicht bewölkt geht es in die Nacht auf Montag. Ja, Montag zu Beginn der neuen Woche ein anderes Bild. Es ist grau und das bleibt auch den ganzen Tag so. Die Tagestemperaturen sinken allmählich ab und so kommen dann eben mal schnell 0 bis minus 3 Grad Celsius zustande. Ab Mittag muss zunehmend mit leichtem Regen gerechnet werden. In höheren Lagen wird daraus dann Schnee. Der Wind weht zum Montag aus nordöstlicher, später dann aus nordwestlicher Richtung. Ja, ob das so bleibt und wie es in der kommenden Woche wettertechnisch weitergeht, das erfahren Sie dann Montag hier im Regionalwetter. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es auch schon vom Freitagsmegional. Das bedeutet, dass wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen sind. Ja, mit den aktuellen Meldungen sind wir natürlich pünktlich am Montag hier wieder zur Stelle, dann mit meinem Kollegen Tobias Körner. Und natürlich würden wir uns dann freuen, wenn Sie da dann auch wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze zum nochmal anschauen gibt es im Internet unter www.mef-lein.de und natürlich zu den gewohnten Sendezeiten hier im Mittelerzgebirgsfernsehen. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht, ein schönes Wochenende und einen erholten Start in die neue Woche. Auf Wiedersehen!